Hey, ich habe schon mal 1000 Einheiten. Jetzt brauche ich 1500. Das Bauwerk ist vollendet. So, Wanderin haben wir noch nicht. Aber wenn wir die Wanderin haben, die erhält dann einen Zauberspruch mit Eisschild, einen Eisdolch und hohe Resistenz gegen Eismagie. Und die Hüterin erhält ein Eisenschwert und hohe Resistenz gegen Eis. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ach, guck mal, da kommen sie jetzt. Auch wieder so untote Henker. Ein paar Skelette. So wie es aussieht. So. 6 von euch gehen hier hin. Machen Nahrungslager. Und ein Jagdhaus. Macht aber erstmal das da. 5 von euch machen noch ein Jagdhaus hier. So. Sind wieder im Einsatz. Kam noch nicht weit. Diener der Nacht sind hier. Das ist ein Hinterhalt. Feinde, zu den Bögen. Hey, 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 da sind ja Knochenschützen. Wir werden angegriffen, euch Schwestern. Die Diener der Nacht sind hier. Sie kreisen uns ein. Wehrt euch, Schwestern. Ich komme mit meiner Figur halt hier nicht raus. Sie kreisen die Linien uns ein. Halten. Oh nein, eine Windschützin ist tot. Runenkrieger, zu mir. Es sind zu viele. Wir sind in Gefahr. Sie kreisen uns ein. Böse, gemeine Skelettschützen. Einfach einen meiner Leute erledigt. Wohin soll ich gehen? Elend sehe, schnell wie ein Pfeil. So, dann geht mal alle bitte zurück, damit ich hier die Sachen nehmen kann. Ich glaube, zukünftig stelle ich mich einfach hier hin und warte dann eben, bis die da kommen. Ich höre, seid auf der Hut. Hier habe ich noch mehr verloren. Habe ich noch ein paar Dings verloren. Befehlt. Wohin soll ich gehen? Denn? Ja, schnell wie ein Pfeil. Verloren. Hallo, eine Heilerin. Dann würde ich noch ein paar Hüter holen. So, die sind ja jetzt erstmal beschäftigt. Sonst, ja, kann ich eigentlich nur noch Holz abbauen, ne? Hier ein Holzfällerlager hin. Weil gebaut habe ich ja sonst alles. Beim großen Haupthaus, die haben übrigens sowas. Mach ich jetzt mal. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ich nur noch 700 Holz. So, das war jetzt die erste und die zweite Welle. Ich höre. Das ist meine Windschützin, die braucht echt lange. Das ist Befehl. Meine Heilerin. Da was soll ist meine ich tun? Hüterin. Na, kommen jetzt die nächsten oder was? Dritte Welle.
Aber sieht ganz danach aus, als würde jetzt die dritte Welle kommen. Ich höre. So. Was soll ich tun? Okay. Wohin soll ich gehen? Okay. Ich habe mich ja jetzt hier an die Seite versteckt. Was ist denn das für einer? Schmerzbringer. Ah. Ich höre. Los, Schwester! Es sind so viele! Dort stehen. Es sind zu viele! Vorsicht! Feinde. Gegner! Zu den Bögen! Toll, ist schon wieder einer von denen gestorben. Standhalten, Männer! Krieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Die Linien müssen mein halten! Mein Bogen rascht wie der Wind! Seid auf der Hut! Wir werden angegriffen! Die Linien müssen halten! Ich finde es immer wieder gut, wie ich dann einfach stehen bleibe. Oh, lalalala. Standhalten, Männer! Jo. Mein Questbuch hat sich auch aktualisiert. Das heißt, der Angriff ist jetzt wohl vorüber erstmal. Halt Ausschau nach den Karren mit Eis und plündert sie. Wehrt euch, Schwestern! Zum Gegenangriff! Treibt sie zum Portal zurück! Es sind zu viele! Elend Segen! Jo, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Eine Heilerin und eine. Hä? Was gibt es? Warte, nein, ich will nicht die da. Ich will mein Dings, genau. So, was jetzt geht? Kann ich reden. Ist der Angriff vorüber? Es ist vorbei. Jetzt gilt es, sie zurückzutreiben und das Portal ins Grauschattental zu sichern. Ich werde sie nach Süden verfolgen. Gut, wir versorgen die Verwundeten. Dann kommen wir nach. Seid vorsichtig, sie sind noch nicht geschlagen. Und sie werden das Portal nicht kampflos aufgeben. Eins noch, tretet auf keinen Fall durch das Portal hindurch. Sie haben es auf der anderen Seite gesichert. Die Wachen dort würden euch in einem Augenblick zerfleischen. Okay. Mein Bogen rasch für die Rune. Wind. Hier, sofort. So. Und los. Gut. Fehlen jetzt ein paar. Mein Bogen Upsa. Für die Rune. Auf Upsi. Meinen Befehl. Mir fehlt jetzt nur eine Windschützin. Weil den Titan, den kann ich auch noch nachträglich zu mir holen. Die Arbeiter sind auch alle bedient. Und ich brauche 1500. Okay, da kommt meine Windschützin. Auf die muss ich leider noch warten. Aber eigentlich könnte ich schon mal mit denen hier. Und los! Mir nach! Und los! Hier hingehen. Meine Hüterin voran. Vorwärts, Schwestern. Gegen Eismagie. Was soll ich tun, Schwestern? Die Diener der Nacht sind hier. Wehrt euch, Schwestern! Befehl. Vorwärts, Schwestern! Es sind zu viele! Dann sind diese Froskelette auch kein Problem mehr. Jetzt Level 12.
Ja, sofort. Schnell. So. Kommen wir nach. Den nächsten. Elend Segen. Schnell wie ein Pfeil. Ich höre. In Windeseile. So, und du nimmst mal noch das Portal hier ein. Wir sind in Gefahr. Es sind zu viele. Ja, da müssen nämlich meine Leute nicht von da ganz hinten immer herlaufen. Das hat auch seinen Vorteil, ne? Ich höre. So, wo ist denn mein... Da. Wohin soll ich gehen? Schnell wie ein Pfeil. Gehen. Und mein Titan müsste ja jetzt auch fertig sein. Genau. So ein schöner Baum. Ich liebe den. Ich gehe. Mag ich lieber als den Greif, einfach weil er auch reden kann. Jetzt bräuchte ich 2000 Nahrung. Ich glaube, ich werde noch. Werde ich noch ein paar. Ich glaube, ich mache noch 5 Hüter und 5 Windschützen, ha? Weil mit diesen 5 Hütern und 5 Windschützen kann ich eigentlich die Henker dort erledigen, oder? Guck mal, wie mutig die ist. Geht zum Holzhacken hier hoch. Naja, ist ja eh keine Gefahr mehr. Ich habe ja nur die Henker noch hier und dann hier diese Barrikaden. Der Rest ist ja gar kein Problem mehr. Aber das sollte eigentlich ausreichen. Ich höre. Damit ich. Rasch wie der Wind. Diese Henke erledigen kann. Los, Schwestern! Vorwärts, Schwestern! So, ihr positioniert Los, euch mal Schwestern! Hier hin. Elend Segen! Schnell wie ein Elend Pfeil! Elend Segen! Rasch wie der Wind! So, und das ist auch gleich fertig. Also. Gleich, ne? Ich höre. Rasch wie der Wind. Mein Bogen für die Rune, Schwestern. Was soll ich Los, tun? Los, Schwestern. Befehlt. Vorwärts, Schwestern. Was soll ich Los, tun? Los, Schwestern. So. Stehen jetzt hier. Passen auf, dass dann jemand durchkommt. Noch 2 von denen, mit denen gehe ich dann zu den Henkern. Noch einer. Hier. Und mein Titan ist ja auch irgendwo. Wo ist er denn? Ist er schon hier? Ja, du gehst dann hier ich hin. Gehe. Ja, ich finde die toll. Auf mein Zeichen. Sofort. Schnell. Hier war aber auch sonst nirgendwo mehr was, ne? Karen, glaube ich. War hier oben einer? Ja, hier oben ist noch einer. Das könnte vielleicht auch der letzte gewesen sein. Weil da unten in diesem Lager war ja kein Karen. Und los! Mir nach! Vorwärts! Schneller, schneller, schneller! Lauft, 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 schneller! Nee, die sollten eigentlich kein Problem sein. Vorwärts! Folgt mir! Bereit und los! Na kommt. Traut ihr euch nicht? Na geht doch. Vorsicht, Gegner! Wehrt euch, Schwestern!
Wir werden angegriffen! Die Diener der Nacht sind hier! Das wird eigentlich alles kein Problem sein. Die Linien müssen halten! Feinde! Zu den Bögen! Ja, ich hab ja gesagt, kein Problem. Kalt verloren. Wo ist er denn? Wo ist er? Ah, Hilfe! Da. Auf meinen Befehl. So, jetzt kann ich den Eisenkahn noch nehmen. Folgt mir. Mal gucken, ob ich mir nach. Alle hab oder nicht. Folgt mir. Ja. Hab dann alle. Folgt mir. Vorwärts. Schnell. Ja, ich gehe. Ja. Sofort. Und los. Ich gehe. Ich gehe. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das toll finde? Befehlt. Vorwärts, Schwestern. Was soll ich tun? Los, Schwestern. Wohin soll ich gehen? Windeseile. Vorwärts. Dies kommt jetzt auch noch dazu. Weil wie er gesagt hat, ja, wir verarzten dann die Verwundeten und kommen danach. Ha, die werden nie nachkommen. Niemals. Hier. Dann aktualisieren wir das mal. Machen die mal kurz weg. Damit ich entsprechend gewappnet bin. Ich höre. Los, Schwester! Was soll ich tun? Vorwärts, Schwestern! Die Linien müssen halten! Wir sind in Gefahr! Vielleicht auch mal dazu kommen. Gegner! Die Diener der Nacht sind hier! Auf mein Zeichen! Vorwärts! Gut, es geht allen gut. Mir nach! Ja, hier war noch ein kleines Lager. Mir nach! Aber das ist ja auch kein Problem. Vorwärts! Wohin soll ich gehen wie ein Pfeil? Gegner! Elend Segen! Geht weg! Dadurch, dass wir halt wirklich vorher rumgelaufen sind, ich kann es immer nur wieder sagen, war halt absolut kein Problem mit dem Ganzen hier. Geht weg! Ja. Gegner! Elend Segen! Seid auf der Hut! Auf mein Kommando! Und los! So, dann gucken wir mal hier weiter. Das ist ein Hinterhalt! Die Diener der Nacht sind hier! Die Linien müssen halten! So, der Aschegräber, der gibt doch bestimmt wieder so eine Kugel, hä? Wehrt euch, Schwestern! Standhalten, Männer! Eine Hüterin ist weg. Es sind zu viele. Die zweite Hüterin ist weg. Wir sind in Gefahr. Befehlt, vorwärts, Diener Schwester. Der Nacht sind hier. Sie kreisen uns ein. Wehrt euch, Schwester. Hüterin weg. Es sind zu viele. Und da auch nochmal die Barrikaden. Wie?
euch, Schwestern! Die Diener der Nacht sind hier! Aber wie gesagt, das ist halt kein Problem, ne? Wenn wir zu Zwergen gehen, soll ich die Eile? Und Zwergensachen. Und noch was Cooles. Wir haben nämlich mit den Elfen haben wir zwei Sachen. Also zwei Türme, die wir bauen können. Zwar diesen Frostbringer, ist der andere Turm. Ich brauche ein kleines Haupthaus und... Oh, warte mal, ich würde lieber das so tauschen. So, ja. Dann haben wir die Wanderin. Schule der Alten, weil dadurch können wir die Eismagierin lernen. Brauchen wir ein mittleres Haupthaus. So. Lohnt sich aber jetzt nicht mehr zu machen. Auf mein Zeichen und los! Einfach aus dem Grund, oh. Ich kann ja mal zeigen, hier... Magier mit einer Robe und einem Einhandstab, Zauber Eisschlag. Und hier die Wanderin ist eine gepanzerte Fernkämpferin mit Langbogen. Ist im Grunde genommen auch nochmal eine bessere Variation von dem hier und auch von dem. Aber die hat halt eine geilere Fähigkeit, ne? Wobei die Wanderin ja auch noch hier den Zauberspruch Eisschild kriegt, ein Eisdolch und hohe Resistenz gegen Eismagie. Ja, kaum haben wir das Tor hier frei, ne? Da kommen sie, ne? Dann kommen sie. Ich hab doch gesagt, dann, wenn es vorbei ist. Ja, vorwärts. Zum Angriff. Sie kreisen uns ein. So, dann machen wir hier noch die Spinnen weg. Die andere Barrikade noch, damit ja wirklich gar keine Gegner mehr sind. Auf mein Zeichen. Und los. Auf mein Kommando. Vorwärts. Die Diener der Nacht sind hier. Ist doch gar nicht schlimm, wenn wir jetzt hier irgendwen verlieren. Ich wusste jetzt eh nicht mehr nach. Sie kreisen uns ein. Mach die jetzt hier nur noch weg. Jetzt stoße ich seit zwei Stunden auf dieser Map. Zu den Bögen. So, auf meinen Befehl. Erledigt. Vorwärts. Da können wir uns den Spinnen hier widmen. Auf mein Kommando. Vorwärts. Also alles keine Gegner da. Runenkrieger, zu mir. Vor allem nicht mit so einer Armee. Es sind zu viele. Die Linien müssen halten. Feinde, zu den Bögen. Wir sind in Gefahr. So, da haben wir auf jeden auf Fall mein die Kommando, mir nach. Seide, die wir brauchen. Folgt mir. Und alle erledigt. Jo. Vorwärts. Wir könnten eigentlich mal hier hingehen und mit dem Typen da reden. Aber wie gesagt, da sollten wir ja nicht durch, weil tot. Um es mal so auszudrücken. Befehl! Vorwärts, Schwestern! Los, Schwestern! Ja! Schupp, schupp, schupp. Gehst du mal dorthin zu dem Typen und dann zurück zu Lord Blabliblub. Ich hab dessen Namen vergessen. Was gibt es?
Portal ist jetzt sicher. Ach nee. Das Portal ist jetzt sicher. Gute Arbeit. Wir werden das Portal halten und weitere Angriffe zurückschlagen. Runenkrieger, ohne euch würden unsere Köpfe auf ihren Schwertern stecken. Lord Jonir wird hochzufrieden sein. Sucht ihn auf. Ihr wollt doch sicher eure Belohnung in Empfang nehmen. Und Marcia sollte jetzt auch Zeit für euch haben. Brunnenfels steht euch offen. Juhu. Deswegen gehe ich jetzt auch dahin. Ich bin am Überlegen, ob ich meine Armee nicht einfach mal nach wegschicke. Weil hier dürfte jetzt eigentlich keine Gefahr mehr drohen. Auch nicht mehr plötzlich irgendwie ins Hinterhalt oder bla bla bla. Sollte jetzt eigentlich nicht mehr der Fall sein. Ich gehe jetzt einfach mal mit meinen Leutchen hier hin. Ich kann nochmal aufrüsten. Schönes Gefühl. Ha, schönes Gefühl. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ja, ich kann jetzt ein bisschen noch Sachen ändern. Einfach aus Prinzip, ne? Bringt mir gar nichts, aber gut. So, Lord Jonir, wo bist du? Die Rune schon unterwegs. Ja? Meine heilige Pflicht. So. Grüße. Im Namen des Ali. Ja, ja, ja. Die Untoten sind zurückgeschlagen. Ihr habt euch bewährt, Runenkrieger. Meine Leute verdanken euch ihr Leben. Und ich verdanke euch mein Land. Der Orden wird von eurer Tat erfahren. Da ihr auf Reisen seid, will ich euch nicht mit höfischen Zeremonien aufhalten. Nehmt diese bescheidene Entlohnung und den ewigen Dank des Hauses Hallet. Okay. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Entschuldigt, dass ich euch in diesen Krieg mit hineingezogen habe. Doch ohne eure Hilfe wären wir verloren gewesen. Ich schulde euch weit mehr als nur meinen Dank. Nun denn, sprecht, was steht euch zu Diensten? Wisst ihr etwas über Hokan Ashir? Hokan Ashir? Durchaus. Er war ein Magier des Zirkels, der größte Nekromant, den diese Welt je gesehen hat. Ein ebenso mächtiger wie grausamer Zauberer. Er starb während der Konvokation, so sagt man zumindest. Wer befehligt dann diese Angriffe, wenn Hokan tot ist? Wir wissen es nicht. Die Untoten haben die Festung im Grauschattental überrannt. Seitdem branden sie gegen unsere Heere wie ein nimmermüder Ozean. Ohne die Zwergengarde werden wir nicht mehr lange durchhalten. Und nur die Götter wissen, ob Urias und seine Männer im Grauschattental noch leben. Irgendjemand muss nach dorthin durchbrechen. Wir müssen wissen, was dort geschieht. Wenn dies der einzige Weg ist, mehr über Hokan zu erfahren, dann werde ich gehen. Unsere Gebete werden euch begleiten. Das Südportal ist euch allerdings versperrt. Zu viele Untote auf der anderen Seite. Ihr müsst euch euren Weg durch das Land der Zwerge bahnen. Sprecht mit Skarvik, dem Zwergenschmied in den südlichen Windwallbergen. Er wird euch helfen. Er war stets ein Freund der Menschen und des Hauses Halit. Der Weg in ihr Land führt nach Südwesten. Dieser Schlüssel wird euch das Tor öffnen. Viel Glück. Danke. Wenigstens eine, die mir hilfreich ist. Ach, die bauen immer noch. Da könnt ihr doch helfen. Zur Stelle. Das ist nicht weiß. Ist mir eine Ehre. So, dann werden wir wohl als nächstes nämlich die Zwerge haben. Wir haben die Miliz und einen Wachmann. Wir haben Steinbruch, eine Mine und die Schmiede. Ist jetzt sehr viel. Wir haben einen Zwergenrune. Die müssen noch austauschen. Den nehmen wir auf jeden Fall, den Runenkrieger. Und jetzt können wir noch unsere Hexe austauschen gegen eine Priesterin.
Stufe 7. Ich lasse mal dort. Level Up sind wir ja auch gekommen. Ich mache das erst pro. Das Bauwerk ist vollendet. Und dann natürlich Geschicklichkeit erstmal. Das habe ich ja ein bisschen vernachlässigt. Versehentlich. Wie ihr wünscht. So, dann könnt ihr wieder dort, wo ihr hingehört. Und hier ist Elends Gabe. Druiden, Heilerinnen, Eismagier verbrauchen in Waldgebieten weniger Mana für ihre Zaubersprüche. Wenn man aber sieht, wie jetzt zum Beispiel hier... Na gut, ist viel Wald, okay. Okay, also wenn es kein Waldgebiet ist, sondern so richtige Öden ist, dann bringt es natürlich nichts, diese Fähigkeit zu machen, ne? Ist ja logisch. Einfach das Prinzip. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. So, dann können wir auf nämlich meinen Befehl das Tor hier öffnen. Elends Segen. Das Tor ist verschlossen. So, Schlüssel benutzen. Passt. Tor öffnet sich. Mein Bogen für die Rune. Da sind übrigens los, Schwestern. Die Elends Segen. Wanderinnen. Hier sollte auch nichts weiter sein. Auch nicht überraschend eigentlich. So. Dann würde ich sagen, mache ich einen Aufnahmestopp und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder und werden dann in die südlichen Wilmwallberge gehen. Bis dann, tschüss, eure Teil.